Hallo. Echt richtig schön, dass ihr alle da seid. Herzlichen Dank für die Einladung und entsprechend auch für das lange Ausharren ins Himmelfahrtswochenende sozusagen. Da ich hier selbst PLE studiert habe, diesen Arbeitskreis mitgegründet habe, heute vielleicht ein etwas ungewöhnlicher Vortrag, weil ich einfach glaube, dass der Erkenntnisweg, den man zurücklegt, prägt, was man weiß, was man sagen kann. Und ich werde das an verschiedenen Stellen nicht implizit lassen, sondern entsprechend dann auch anmerken, ebenso mit der Cusanus Hochschule. Das Thema für heute, was ich setzen durfte, ist Economics for Future. Natürlich so ein bisschen shabby an diese interessante Bewegung angelehnt. Und mit diesem Fragezeichen dahinter haben wir gerade schon eine Economics, eine Wirtschaftswissenschaft, die zukunftsgemäß ist, oder ist da noch einiges zu tun? Und darunter direkt die Antwort zur Notwendigkeit eines intellektuellen Klimawandels. Es wird also über Wirtschaftswissenschaft gehen und aber durchaus ausgehend von der letzten Woche. Ich habe gehört und gelesen, dass der Ernst-Ulrich von Weizsäcker hier war, sozusagen nochmal die Basic Facts über den Klimawandel vorgetragen hat und sicherlich auch gemahnt hat, denn der Titel des neuen Club of Rome Berichts, Wir sind dran, ist natürlich mehrfach doppeldeutig, aber auch irgendwie sehr fordernd. Man kann es aus einer gewissen Ohnmacht herauslesen. Oh Gott, angesichts des Klimawandels, jetzt sind wir dran. Aber auch dieses Ermutigende, dieses Wir sind dran, etwas zu tun, hat natürlich was für sich. Es ist noch nicht komplett zu spät, so die allgemeinen Thesen. Wir haben eine ganze Weile lang in einem Glauben gelebt, dass die wirtschaftlichen Dynamiken in einer leeren Welt stattfinden, so eine seiner Thesen, die er letzte Woche auch vorgetragen hat, und wir sozusagen eine ganze Menge wachsen können. Langsam merken wir, dass wir dieses Ökosystem ja bis an seine Grenzen, wahrscheinlich auch darüber hinaus, beanspruchen. Und wir sind dran, das irgendwie zu ändern. Wir sind dran, das, was wir momentan handeln, das, was wir momentan, wie wir wirtschaften, zu hinterfragen und entsprechend anders zu handeln und anders zu wirtschaften, gegebenenfalls, wenn wir bleiben möchten. Das ist die Aussage von Ernst-Ulrich von Weizsäcker. In diesem Frame ist das, was ich heute vorhabe, einen Reflexionsraum zu bieten. Etwas, was an der Bologna-Universität immer seltener der Fall ist. Also es geht nicht darum, sozusagen jetzt einen konkreten Inhalt zu verinnerlichen, zwangsweise. Für die Klausur natürlich gibt es da eine schöne Frage und sowas, aber was ich wirklich ermöglichen möchte, ist für jeden hier, der VWL studiert, der schon mal in so einem Einführungskurs in der VWL saß, zu reflektieren, was habe ich da eigentlich gemacht? Was ist eigentlich die konkrete Praxis, an der ich daran teilhabe? Dass man es aus diesem Wir sind dran als Kollektiv, die Menschheit gegen den Klimawandel oder sowas, diese Frage nach diesem Wir einfach nochmal stellt und runterbricht, dass man aus dieser Ohnmacht rauskommt, da muss irgendwas Riesiges getan werden, hin zu einer Befähigung, wo habe ich eigentlich eine gewisse Macht, wenn auch nicht Allmacht, wo kann ich was tun? Was sind die täglichen Vollzüge, in denen ich stehe, die ich ändern kann, die ich kontrollieren kann, welche Strukturen schaffe ich damit mit und wie kann ich die eigentlich ändern? Ja, das mal ganz runtergebrochen und einfach mal konkret vorexerziert an dieser Frage nach Wirtschaftswissenschaft, an der wir, da das hier eine Ringvorlesung ist, die an einem Ökonomielehrstuhl stattfindet, irgendwie alle teilhaben. Ein Reflexionsraum spannt sich auf zwischen Theorie und Praxis, das ist klar, zwischen Denken und Handeln. Und oftmals werden die beiden als relativ getrennt voneinander wahrgenommen. Ja? Also entweder du gehst an die Uni, in diese theoretische Welt, oder du machst etwas Praktisches. Und wie können wir dann irgendwann diese Modelle dann wieder anwenden oder so. Ne? Also es ist oftmals so ein ganz großer Spalt dazwischen oder es wird so empfunden leider, was auch bestimmte wissenschaftsphilosophische Hintergründe hat, würde ich behaupten, aber dazu latent dann weiter mehr. Die Frage ist immer, die wir uns stellen, wie können wir dazwischen irgendwie Verbindungen herstellen? Wie können wir die Theorie in die Praxis übersetzen? Wie können wir überhaupt aus der Praxis was lernen und in die Theorie holen? Ganz basal ausgedrückt. Und ich denke, jede kennt diese schönen Phänomene, wenn man sich vorzüglich in einen dieser Felder verlaufen kann.
Wir können rein theoretisieren und denken und kommen nicht ins Handeln. Und ich kann hier stehen und kann sagen, so, jetzt muss ich hier den Vortrag halten. Wir sind dran, ja, ich bin heute dran, das Ding zu halten. Was sage ich jetzt als nächstes? Also man kann sich irgendwie so in Schleifen irgendwie da verdrehen und verheddern. Man kann dann sich selbst beobachten und kann sagen, ja Mist, jetzt philosophiere ich die ganze Zeit vor mich hin. Reine Theorie ist nicht gut, eigentlich sollte ich was Inhaltliches sagen und so. Also man kann richtig in so Schleifen geraten, sich dann noch ärgern, dass man sich über sich selber ärgert und wird vielleicht der eine oder die andere kennen. Da ist sozusagen ein Beispiel, wie man sich in diesem Schneckenhaus des Denkens, der Theorie verlieren kann. Und genauso kann man natürlich sich in einem Feld der Praxis verirren und verlieren. Ich kann versuchen, aus diesem Hörsaal rauszugehen und kann irgendwie merken, ich komme nicht raus. Probiere es nochmal. Klappt nicht, schade. Also ich kann auf Grundlage eines falschen Wissenshandels, eines falschen Denkens, und das, was mir ganz, ganz wichtig ist, zum Beginn einmal festzustellen und festzuhalten, ist, dass man die beiden Sachen natürlich nie trennen kann. Theorie und Praxis, Denken und Handeln sind nicht trennbar. In jedem Handeln steckt eine Art von Information, von Wissen, wenn dann halt implizit, wenn man sich das nicht bewusst macht. Und natürlich kann ich auf diesem Muster, wenn ich es erkannt habe, das ändern und kann sagen, naja, ich probiere es mal da hinten. Schade. Bis ich dann vielleicht richtig angekommen bin oder sowas. Also jedes Handeln ist begleitet von einem Denken auf einer bestimmten Ebene und jedes Denken oder sagen wir mal die meisten Denkformen können auch gehandelt werden. Ja? Ich kann mir jetzt ausdenken, dass ich irgendwie hier in die Luft laufe und kann das natürlich nicht direkt handeln, aber zumindest wird man dann merken, irgendwie gibt es da eine komische Bewegung. Und ich kann die irgendwie auf eine Art zumindest umsetzen, auch wenn ich sie vielleicht nicht erfolgreich umsetzen kann. Das sozusagen vorweg als Negativbeispiele und vielleicht so eine Idee, es ist nicht trennbar. Und diese beiden Zirkel, die momentan als negative dargestellt waren, können eigentlich auch positiv sein. Also ich kann auch theoretisieren über dieses Theorie-Praxis-Verhältnis. Ich kann theoretisieren über eine Wissenschaft. Nennt sich dann Wissenschaftsphilosophie und muss nicht zwangsweise in die 10. Reflexionsebene führen und nicht mehr auf den Boden kommen, sondern kann ganz konkret ändern, wie wir Wissenschaft betreiben. Ja? Da kann man an der Stelle wirklich mit Popper gehen, der sagt, sein eigenes Fach, die Methodologie, die Wissenschaftsphilosophie gibt es eigentlich gar nicht, weil es sozusagen man nicht wissenschaftlich normative Standards in der Wissenschaft feststellen kann. Also da ist eine gewisse Offenheit, aber darüber nachzudenken, prägt dann einfach, wie wir Wissenschaft betreiben und genau das wollen wir heute tun. Oder das ist das, was ich anbiete, sozusagen als Denkweg einmal mitzugehen. Und genauso natürlich ist es sinnvoll, mal in einer Praxis förmlich zu versinken, mal nicht ständig nachzudenken in künstlerischen Prozessen, in gewissen Flow-Effekten oder sowas, sich da komplett reinzugeben. Und in diesem Spannungsfeld sozusagen wäre meine Idee heute einfach mal zu gucken, wie bewegt sich dort oder wo steht da eigentlich die Wirtschaftswissenschaft und wohin könnte sie sich vielleicht bewegen. Ökonomik also als Praxis. Nur ganz kurz, damit wir alle Leute mitnehmen, wer saß schon mal alles in einem der Standard-Einführungskurse Wirtschaftswissenschaften? Okay, also mit diesem Marktgleichgewicht können irgendwie alle welche was anfangen. Wer hat es noch nie gesehen? Also ist wirklich nicht schlimm, gerne. Okay, super, dann ist das absolut Common Ground. Beginnt man ein wirtschaftswissenschaftliches Studium, das kann man unumfänglich sagen, dann wird man mit diesem Modell konfrontiert, zumindest in Deutschland, das Marktmodell. Und eigentlich wird sehr, 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 sehr selten verhandelt, dass man überhaupt damit eine bestimmte Denkweise, nur eine Form von Wirtschaftswissenschaft lernt und sich gerade anschaut. Ich muss gestehen, ich habe es erst im dritten Semester gecheckt, dass ich nicht einfach Wirtschaftswissenschaft studiere, sondern dass ich im Prinzip neoklassische Ökonomik studiere und dass das eine Denkschule ist. Ja, also man wird tendenziell groß in diesen Vorstellungen, ist es die Wirtschaftswissenschaft und das ist nicht mal Zufall, sondern auch Ökonomen, gegenwärtige große Lehrbuchschreiber und so weiter und so fort. Man kann wirklich von Lehrbuchschreibern sprechen, man muss es nicht gendern in dem Moment. Ist vollkommen klar, es gibt den ökonomischen Ansatz. Wenn man bei Mankiw reinliest, in der Einleitung steht da, you have to learn to think like an economist. An economist. Es gibt eine Art
wie ein Wirtschaftswissenschaftler nachdenkt, und die kann man in diesen Lehrbüchern erlernen. Was wir vorhaben, ist sozusagen jetzt diese wissenschaftsphilosophische Schleife, das zu reflektieren. Das ist nicht neu. 2012 hat sich eine Gruppe zusammengefunden, zu der ich dann gehört habe, das nur zur Geschichte an diesem Ort, die diesen Arbeitskreis Plurale Ökonomik gegründet haben. Erstmal mit einem Blog, der immer noch online ist, wie ich jetzt freudigerweise erfahren durfte, unter dem Namen Generation Jetzt. Und wir haben damals einen Artikel geschrieben, wie im Prinzip VWL in Bayreuth unterrichtet wird, haben festgestellt, dass das nur diese eine Denkschule ist, dass man nichts über diese Alternativen lernt und so weiter und so fort, und haben dann aus diesem Impuls heraus eine Ringvorlesung organisiert für Plurale Ökonomik, die erste in Deutschland unter diesem Namen, und haben im Prinzip dadurch erstmal geschaut, was für andere Denkweisen gibt es noch. Und aus diesem simplen Ansatz, eben nicht, wie es zum Beispiel andere Gruppen, die es schon gab, gemacht haben, zu sagen, in Mainz oder in Heidelberg, Real World Economics, also wir wollen die reale Welt und ihr Neoklassiker habt sie nicht, oder kritische Wirtschaftswissenschaft, die oft in so marxistischen Kritikrichtungen irgendwie unterwegs waren, wie in Frankfurt oder an der FU in Berlin, studentische Gruppen, aus diesem Impuls, sondern eben zu sagen, nee, es geht uns um eine plurale Ökonomik, und die Zeit hat irgendwie ja, sich ziemlich schnell zusammengefaltet, weil wir haben 2012 den Arbeitskreis gegründet im Frühling, haben im Sommersemester uns schlau gemacht, fürs Wintersemester diese Ringvorlesung organisiert gehabt, und im Sommer gab es eine Ergänzungsveranstaltung zum Verein für Sozialpolitik, die große Ökonominnenvereinigung in Deutschland, wo sich sozusagen der deutschlandweite Verband der kritischen Wirtschaftswissenschaftlerinnen umbenannt hat ins Netzwerk Plurale Ökonomik. Mit der Idee, wir wollen eine Methoden- und eine Theorienvielfalt, wir wollen Dogmengeschichte, um überhaupt ein historisches Standbein zu bekommen, von dem wir auf das Gegenwärtige gucken können, wie wir jetzt eigentlich denken. Und Reflexion braucht immer ein bisschen Abstand, eine Draufsicht, eine Partnersicht oder sowas. Und wir wollen Wissenschaftstheorie und Philosophie. Das waren erstmal so die ganz basalen Punkte, um die es im Kern ging am Anfang. Also diesen Kern von reflexiven Fächern überhaupt. Also es gab diese Grundintuition, wenn wir nur in einer Denkschule groß werden, dann kann daran irgendwie was nicht stimmen, weil man braucht ja zumindest mal den Abstand, um die Grenzen und die Möglichkeiten derselben zu kennen. Und das war bis zu dem Zeitpunkt schlicht und ergreifend eine studentische Bewegung. Und viele VWL-Profs konnten sich ziemlich einfach machen und so sagen, naja, ein paar Studis haben immer was zu nörgeln, man kann nicht allem gerecht werden und so weiter und so fort. Schön, dass die das fordern und so weiter, aber was soll's. Ne? Ist vielleicht auch Zufall, dass das gerade in Bayreuth irgendwie so blöd ist oder auch in Heidelberg, na gut, Mainz auch, ja, aber vielleicht irgendwo anders nicht oder so. Ne? Es hat sich dann eine Homepage zusammengebastelt von Engagierten aus dem Netzwerk Plurale Ökonomik, die diese Theorienvielfalt, diesen Kanon, der sich da jetzt rausgebildet hat, von verschiedenen Ansätzen Wirtschaft anzuschauen, aus Brille der Komplexitätsökonomik, ökologischen Ökonomik, österreichischen Schule, Post-Keynesianismus und so weiter und so fort, das überhaupt mal darzustellen. Also das, was da an der Ringvorlesung vorgetragen wurde, praktisch einmal online zugänglich zu machen für alle, die sich schlau lesen möchten. Das ist ein tolles Portal geworden, wo mittlerweile sehr viele spannende Vorlesungen noch online sind und Veranstaltungen angekündigt werden. Und es hat noch eine sehr schöne Entwicklung gegeben, nämlich ein riesengroßes Forschungsprojekt, das sozusagen nicht mehr nur für einen Standort jetzt in Bayreuth erfasst hat, wie die Wirtschaftswissenschaft aussieht, was da überhaupt unterrichtet wird. Es wird ja in Deutschland nicht jedes Jahr erhoben, wie das BIP oder irgendwie sowas vom Statistischen Bundesamt, sondern es gab jetzt ein Forschungsprojekt vom Forschungsinstitut für gesellschaftliche Weiterentwicklung in Düsseldorf. Das hat in NRW die Kraftregierung eingerichtet. Mit dem Wechsel zur CDU ist es jetzt komplett wieder eingestampft worden, leider. Aber dieses Forschungsinstitut war ziemlich gut ausgestattet, konnte einige große Studien in Auftrag geben, und dadurch konnten über 3,5 Jahre knapp 60 Wissenschaftlerinnen zusammen mit 15 Institutionen einfach forschen, was ist eigentlich dieser Status quo in der VWL in Deutschland. Und wenn man sich jetzt mal die Praxis dieser Ökonomik, dieser Wirtschaftswissenschaft anschaut, rein mal in dieser wissenschaftlichen Reproduktion, dann ist natürlich klar, irgendwie es gibt Studiengänge, die akkreditiert sind an staatlich anerkannten Hochschulen. Da hat es Modulpläne mittlerweile im Bologna-System.
Und es gibt ganz konkret festgeschriebene Studieninhalte darin. Nach denen gibt es Studierende, die da irgendwie durchlaufen. Die werden in einem Fall zu Doktoranden, Doktorandinnen, gegebenenfalls zu Professorinnen, die dann selber Forschung und Lehre betreiben und die dann sozusagen wieder selbstständig diese neuen Studiengänge irgendwie akkreditieren können. Ja, soweit irgendwie kein Zauberwerk. Und das Schöne am FGW ist, dass jetzt sozusagen zu all diesen Punkten einfach sehr große Erhebungen gemacht wurden, die man sich auch alle online angucken kann. Ich werde jetzt sozusagen einmal durch diese fünf Felder durchgehen und sozusagen mal zeigen, wie das VWL-Studium momentan in Deutschland konstituiert ist. Und werde mich da relativ fix auf die Fakten beschränken, weil ich einfach so einen kleinen Bogen heute vorhabe und wir nicht überall komplett reintauchen können. Und für alles, was irgendwie an Interesse noch dazu ist, kann ich einfach sehr gerne auf die Homepage verweisen, weil es einfach alles zugänglich ist. Gut. Der erste Punkt dabei. Bei den Lehrbüchern. Kein Zufall, dass das Phänomen in Mainz und Heidelberg und Bayreuth dasselbe war. Denn es gibt einen Lehrbuchkanon, der weltweit verbreitet ist. Natürlich mit Ausnahmen. In einigen Ländern Südamerikas gibt es irgendwie durchaus verschiedene Schulen, die an Unis vertreten sind. Ich denke auch, dass es in Nordkorea nicht dasselbe Lehrbuch gibt. Aber in meinem Auslandssemester in China zum Beispiel hatte ich an der Universität in Qingdao präzise den Mengqiu. Das heißt, ich bin zum Auslandssemester dorthin gegangen und habe gemerkt, okay, die VWL-Vorlesung muss ich mir dort nicht anschauen, weil ich ganz genau dieselbe, wie ich in Bayreuth bekomme, dafür brauche ich die Zeit hier irgendwie nicht. Ich habe Freunde aus Ghana, die letztes Jahr hierher gekommen sind, mit denen ich mich unterhalten habe, die auch entsprechend gesagt haben, in den ersten vier Semestern gehen sie exakt dieses Lehrbuch durch. Am Ende sagt die Professorin noch, ihr müsst das jetzt aber nicht alles komplett für Ghana übernehmen, ne? Das ist ein amerikanisches Lehrbuch und so, aber wir haben das erstmal gemacht. Und genau in diesem halbironischen ist es wirklich momentan. Also diese Lehrbücher sind weltweit verbreitet, weltweit an vielen, vielen Unis verpflichtend, millionenfache Auflagen, gerade von Samuelsen-Nordhaus, weil der jetzt entsprechend mit eingestiegen ist. Paul Samuelsen ist verstorben. Mengqiu, riesengroße Auflagen, es sind auch Millionengeschäfte, die damit gemacht werden. Die Lehrbücher von den beiden spezifisch wurden übersetzt in weit über 19 Sprachen. Also ich weiß bei Samuelsen, dass es 19 sind und bei Mengqiu sind es mehr. Das war falsch formuliert. Und es gibt sozusagen einen Kanon, der von dem Lehrbuch von Paul Samuelsen aus sich entwickelt hat, wo man aber im Prinzip an denselben Modellen entlang geleitet wird. Also es gibt verschiedene Autoren. Hier in Bayreuth damals mit Napel hatten wir es mit dem Varian. Ich weiß nicht, was jetzt gerade noch umwog ist. Ja, ich sehe ein paar Nicker. Also es gibt irgendwie so vier, fünf verschiedene Autorinnen, die sich wahrscheinlich 80% des Weltmarktes aufteilen oder sowas in der Größenordnung, das ist nicht ganz festgestellt. Aber diese Lehrbücher unterscheiden sich in ihrer Heranführung, in der Sprache ein bisschen, aber die Modelle und die Aufmachung sind haargenau dieselben. Weltweit für jede Kultur eine Denkweise. Celia Graupe hat 2012 schon von einer geistigen Monokultur gesprochen. Und ist jetzt noch einen Schritt weiter gegangen und in diesen FGW-Studien hat sie ein Projekt bekommen, wo sie Sprachanalysen gemacht hat und mit modernsten Mitteln der Kognitionspsychologie geschaut hat, was für Biases, was für Framing-Effekte gibt es eigentlich und kann ich die in diesen Lehrbüchern wiederfinden. Und sie hat das eben für den Samuelsen-Nordhaus gemacht und für den Mengqiu und hat sozusagen alle Lämpchen zum Leuchten gebracht, also die fünf größten Bias-Effekte oder sowas lassen sich alle konsequent durch diese Lehrbücher wiederfinden. Das heißt, dass, ich gehe nicht auf alle ein, aber dass zum Beispiel in diesem Samuelsen-Lehrbuch einfach in einem Satz, wo das Wort Chaos auftaucht, Zwang, auch meistens Staat drin ist, wohingegen Freiheit, Fortschritt meistens in einem Satz auftaucht, wo Markt drin steht. Und das kann man durch das gesamte Buch einfach so durchanalysieren, ja, schlichten ergreifend, eine Computerarbeit in dem Sinne. Ne? Also solche Hintergrund-Framing-Effekte, wo man sagen kann, okay, natürlich geht es um diese Modelle, aber nebenbei lese ich diesen Text und dabei entstehen bestimmte Assoziationen im Gehirn. Also da ist sozusagen ein ganz großer Manipulationsvorwurf, ist bei einigen anderen Lehrbüchern nicht so. Also Varian zum Beispiel ist relativ klar einfach sozusagen auf die Mathematik hin.
Aber gerade Samuelson ist wirklich auch in Entwicklungsländern in den Versionen für Indien oder sowas oder andere Länder mit Vorwort dann von wegen, ihr habt euch jetzt für die Revolution eingesetzt, damit ihr die Freiheit genießen könnt und endlich die Freiheit habt, Economics zu studieren. Das ist so ein Grundtenor. Für Deutschland gibt es eine umfassende Erhebung von Herrn Repanz, ein Buch bei Metropolis, Hal Varian und Pindig und Rubenfeld. Varian, wie gesagt, eher mathematisch orientiert. Pindig Rubenfeld hingegen ein Lehrbuch, wo dieses Marktdiagramm auf über 100 verschiedene Beispiele in der Gesellschaft angewendet wird. Also wo latent das Gefühl entsteht, der kann man halt auf alles anwenden, ne? Und kann jeden Markt abbilden. Die machen allein in Deutschland nach den Modulhandbüchern 60-80% der Studiengänge aus, in denen das empfohlen ist, allein diese beiden Lehrbücher. Und Helge Polkert hat sich die Lehrbücher nochmal angeschaut nach der politischen Ausrichtung und hat ganz stark festgestellt, dass es gerade bei diesen beiden eben auch eine marktliberale und konservative Schlagseite gibt. Ungleichheit, ökologische und sozialpolitische Aspekte werden marginal, wenn überhaupt, behandelt. Und die staatliche Wirtschaftspolitik und Gewerkschaften werden, wenn sie denn vorkommen, negativ beurteilt. In den Modulhandbüchern, auf deren Grundlage wir studieren, die hat sich Frank Beckenbach und sein Team angeschaut. Waren 54 Modulhandbücher, die sie sich angeschaut haben, der Wirtschaftswissenschaften. Und die neoklassische Ökonomie hat dort eben auch dominiert. Allein von den Begriffsnennungen, die irgendwie was mit verschiedenen Schulen zu tun haben, da haben sie so Cluster entwickelt, waren die Begriffe der Orthodoxie, der wahren überlieferten Meinung sozusagen. Also dieses Lehrbuchkanons kam 10 bis 20 Mal häufiger vor als die der heterodoxen Schulen, wobei dort die absolute Nennung oft häufig bei einem lag. Diese reflexiven Fächer dazu noch. Die Dogmengeschichte ist gerade mal noch in 10% der Studiengänge vertreten oder im Curriculum. Und der Anteil an reflexiven Fächern wird nach verschiedenen Erhebungen so an die 5,5 ECTS-Punkte des Studiums in der VWL beziffert. Man könnte jetzt natürlich sagen, dass es in den anderen Kursen eh drin ist und in jeder Vorlesung einen Teil ausmacht, ist nicht unbedingt meine Erfahrung. Frank Beckenbach schließt die Studie vor allem auch mit Beobachtung, dass es eine ungewöhnlich hohe Korrespondenz gibt von Modulhandbüchern, Lehrbüchern und Lehrinhalten. Heißt, wenn ich jetzt Geschichte studiere und die deutsche Wirtschaft im 19. Jahrhundert das Thema des Seminars ist, dann gibt es im Modulhandbuch 2, 3 Grundlagenwerke wahrscheinlich. Ob man die in der Vorlesung aber wirklich liest, ist eine andere Frage. Weil jeder Prof schlussendlich eine gewisse Freiheit hat, welche Texte er dann jedem Jahrgang gibt, vielleicht auch mal variiert, das weiterentwickelt oder sowas. Vielleicht auch nach der dritten Vorlesung merkt, jetzt gehen wir mal dort lang oder sowas, da ist das Interesse oder wie auch immer man seine Lehre machen mag. Und das einfach sehr unterschiedlich sein kann. In der VWL ist es so, dass es diese Lehrbücher gibt, dass zu den Lehrbüchern es Bücher gibt für Dozierende, dass es meistens sogar direkt eine CD gibt mit den Folien dazu und dass sozusagen 1:1 einfach Woche für Woche die Kapitel durchgegangen werden. Es ist eine ganz, ganz starke Übereinanderlagerung mit relativ wenig Freiheitsgradient dazwischen. Die Studierenden sind Objekt geworden von 2 Studien in diesem FGW-Portfolio. Eine Kooperation der Cusanus Hochschule und der Universität Frankfurt. Wir aus CUS haben qualitative Interviews gemacht. Wir sind fröhlich über den Campus gelaufen und haben einfach Studierende angesprochen, die VWL studieren, haben einen Termin ausgemacht und haben Gruppeninterviews gemacht, in denen Gespräche zustande gekommen sind, die wir dann mit Fragen immer wieder so ein bisschen angefeuert haben, aber wo man relativ frei darüber reden konnte. Also eine Methode, wo man irgendwie erstmal sehr eine Stimmung einfangen kann und eine Wirklichkeit, ohne vorher eine Theorie zu haben oder sowas, aber auch sehr, sehr viel letztendlich am Ende draus lesen kann mit verschiedenen psychologischen Verfahren. Da ist rausgekommen, dass vor allem die 4 ersten Semester als eine unglaublich herausfordernde Zeit wahrgenommen werden, dass Studierende ziemlich einheitlich der Meinung sind, dass sie in dem Moment aufgeben, auf Verständnis zu lernen und nur noch auf ein Auswendiglernen hin und auf ein Bestehen der Prüfungen her sich ausrichten
und dass sehr, sehr häufig von unglaublich großen Stress- und Angstsituationen der Prüfungsphase gesprochen wird, teilweise bis zum regelmäßigen Übergeben. Eine unglaublich große Frustration herrscht mit diesen Realitätsfragen, also wo Menschen das Gefühl haben, sie verlieren ihre eigentlichen Fragen, wegen denen sie ins Studium gekommen sind. Und Metapher fällt einige Male und es lässt sich aus den anderen rausreden. Es ist so ein Gefühl von so einem Tunnel, durch den man einfach durch muss und am Ende irgendwie dann so feste Wahrheiten stehen, ob die dann leuchten oder nicht, ist eine andere Frage. Aber Lukas Bäuerle, Stefan Püringer und Walter Oetsch schließen sozusagen die Studie mit der klaren Aussage, dass das VWL-Studium als sogenannte kollektive Erfahrung richtig wahrgenommen werden kann. Ja, also wenn wir alle irgendwie das Fußball-WM-Endspiel bei Public Viewing irgendwie auf der Maximilianstraße sehen, dann haben wir alle eine Erfahrung, die natürlich für jeden individuell ist, aber so gewisse Sachen, und wenn nebenbei irgendwo ein großer Feuerwerksknall losgeht oder sowas, dann haben wir einfach alle diese geteilte Erfahrung. Ne? Und das hätten wir vielleicht auch, wenn wir in einem Soziologie-Seminar sitzen. Aber das Spannende ist eben bei der VWL, jeder Jahrgang wieder teilt dieselbe kollektive Erfahrung. Es ist nicht ein externes Event, was dann mal laut Knall macht oder sowas, sondern allein dieser Vollzug ist sozusagen jedes Jahr wieder genau derselbe. Und er macht was bis in die Körperlichkeit hinein, bis in Zustände hinein, was einfach uniform zu sein scheint und durch die Prüfungen einfach auch ja entsprechend abgefragt wird. Die Idee war also die, dass sich rauskristallisiert hat, dass im Prinzip die Studienstruktur, wann mache ich welche Prüfungen, wofür kriege ich welche ECTS-Punkte und wie komme ich durch diese Kapitel durch oder sowas, in den Gesprächen einfach massiv die Inhalte dominiert hat. Also auch ein Studium wird nicht ausgerichtet nach, mein Interesse geht in die Richtung oder sowas in diesen vier Semestern, sondern es geht komplett um diese Struktur und sozusagen, man guckt nicht, wo fange ich jetzt mal an und was ist dann meine nächste Frage oder sowas. Das ist keine selbstgeleitete Bewegung, sondern man guckt einfach, wo sind die Banden und wie kann ich daran spielen. Auf dieser Grundlage hat dann die Uni Frankfurt eine qualitative Erhebung gemacht, hat zum Beispiel erhoben, was ist eigentlich die Motivation unter den VWL-Studierenden und hat herausgefunden, dass eigentlich relativ viele angeben, dass sie sozusagen wirklich irgendwie ein Interesse haben oder gar die Welt verbessern wollen. 72% Interesse an wirtschaftlichen Themen, an gesellschaftlichen Zusammenhängen geben es 61% an, die Welt verbessern, Economists for Future 41%, Karriereaussichten verbessern gerade mal 30% und naja, ich muss halt irgendwas studieren und dann habe ich halt VWL genommen, haben so 12% angegeben. Umfragen sind ja immer relativ nett, ne? Also sagen wird das wahrscheinlich keiner, aber ankreuzen kann man es ja für sich. Und entsprechend auf dieser Vorstudie basierend mit diesen ersten vier Semestern haben sie dann entsprechend da auch verschiedene Gruppen befragt und haben festgestellt, dass sie richtiggehend einen Wertewandel beobachten können, dass also Qualitäten wie Leistungsdruck, Karriereambitionen und Konkurrenzdenken sich nach diesen ersten vier Semestern bei den Studierenden als Einstellung verstärkt haben, während Solidarität, Hilfsbereitschaft und Einfühlungsvermögen in der Selbstangabe der Studierenden zurückgegangen ist. In der nächsten Stufe bei Doktorierenden, eine Umfrage, eine Online-Umfrage mit 447 VWL-Doktoranden, die sich zurückgemeldet haben, von Michael Roos und seinem Team von der Uni Bochum. Da ist rausgekommen, dass die orthodoxen Methoden auch dort, wo sozusagen im Prinzip ja die Freiheit kommt, selbst einen Doktor zu schreiben, sich eine Methode rauszusuchen und ein Forschungsprojekt irgendwie anzugehen, krass dominieren, dass empirische Methoden sehr stark zunehmen. Zugleich aber auch, dass die Doktoranden kaum alternative Ansätze kennen. Und es ist irgendwie auch klar, dass man nicht komplett theoriefrei empirisch forschen kann, beziehungsweise unter Umständen verschiedene Theorien kennen muss, um sich überhaupt seiner theoretischen Vorannahmen bewusst zu werden. Also das mag sich verbessern, ist eine These, zu der sie dann auch kommen. Und es hat sich herausgestellt, dass viele Doktoranden sich von alternativen Methoden neue Einsichten versprechen, sie aber für sehr schlecht publizierbar halten und deswegen dann auch nicht machen oftmals. Und dass sie die Erkenntnisse der Methoden, die sozusagen im Mainstream sind und gut publizierbar sind, sich ziemlich wenig neue Einsichten versprechen. Die Mehrheit teilt den kritischen Impuls dieser pluralen Ökonomik, dass sich da irgendwie was ändern muss und zeigt auch einen gewissen Zynismus gegen das Wissenschaftssystem, der es
meine ich auch richtig, weil der ist das eher Verbindende als Trennende. Ja? Wird sich bei den Professoren dann nochmal zeigen. In der Summe wird festgestellt, die Publizierbarkeit und Datenverfügbarkeit geht einfach krass über die gesellschaftliche Relevanz und inhaltliche Kontroversen, die eigentlich von Interesse wären unter Umständen. Also die Ausrichtung kommt auch da von einer, also von der Struktur, die irgendwie schon da ist, und es wird weniger selbst gestaltet nach dem Bedürfnis, was da eigentlich gerade im Raum steht. Das zentrale Problem der VWL ist welches? Super, Knappheit, danke. Das wurde auch abgefragt bei Studierenden und Doktorandinnen, und die wussten das auch. Deswegen gehen wir mal davon aus, dass alle anderen das auch angegeben hätten. Also was hat die größte Bedeutung für die VWL? Ne? Dort blau ganz oben die Knappheit, ist ja auch das, was sozusagen im Methodenkanon vorgegeben ist. Und die Frage, was hätte an Themen, an Fragen, die auch durchaus im volkswirtschaftlichen Fokus sein könnten, sollten, die größte Bedeutung für die Gesellschaft, da entsprechend das gute Leben deutlich besser abgeschnitten, Ungleichheit, und hinten geht es sich wieder aus. Und bei den Doktorandinnen ein ganz ähnliches Bild. Also diese Frage nach diesem Grundproblem, was sich angeschaut wird, ist im Prinzip eine, die sich anscheinend verschoben hat. Also unsere Generation scheint gar nicht mehr so ein Knappheitsempfinden zu haben, wie vielleicht das mal in der Neoklassik sich Anfang des letzten Jahrhunderts irgendwie festgesetzt hat, sondern es geht vielmehr um Gestaltungsfragen. Wenn man sich anschaut, wer eigentlich unterrichtet, wo sozusagen die Doktorierenden dann als Professorinnen landen, dann kann man das mit einer gewissen Gründlichkeit tun, so wie Bayer et al., Jakob Capella und so weiter das getan haben. Die haben wirklich eine Vollerfassung aller VWL-Lehrstühle in den letzten 40 Jahren gemacht. Und man kann hier sozusagen den prozentualen Anteil in Schwarz sehen des Mainstreams und auch sehen, dass das irgendwie so 86 irgendwie mal, also sogar noch eher ein bisschen eingebrochen war, also nach den 68ern, ist auch so meine Erfahrung, viele von den heterodoxen Professuren, feministische Ökonomik, ökologische Ökonomik, sind so nach den 68ern berufen worden, und dann hat der Mainstream nochmal krass angezogen. Der Anteil an Mikroökonomie wird deutlich stärker gegenüber der Makroökonomie, die traditionell ja noch sozusagen unabhängiger war vom Rational-Choice-Ansatz und sich einfach mit gesellschaftlichen Aggregaten und Variablen irgendwie beschäftigt hat, auch wenn die moderne Makroökonomie zunehmend mikrofundiert wird. Der Anteil an Frauen hat zugenommen über die Geschichte, zuletzt wieder ein bisschen abgenommen und liegt irgendwie, glaube ich, bei 13%, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, da steht es in den Notizen. Was deutlich geringer ist als in anderen wissenschaftlichen Disziplinen. Der Durchschnitt in Deutschland liegt bei 23%. Ja. Was bedeutet denn Mainstream? Oder was ist das? Ja. Oh. Gute Frage. Und aber auch genau eine, die wir sozusagen sowieso mit einfließt. Hier gibt es noch dieses gelbe Colanders Edge. Und das wäre jetzt sozusagen die Idee, dass sozusagen das, was in diesen Lehrbüchern drin steht, mit diesem stereotypischen Marktdiagramm, der Ansatz rationaler Wahlhandlungen, gelinde gesagt Homo economicus, Maximierungsverhalten und so weiter, sozusagen im Kern, wie er in diesen Lehrbüchern steht, sozusagen. Also davon bin ich jetzt erstmal en passant ausgegangen, dass das sozusagen dieser Mainstream ist. Und das Spannende ist eben, dass es im Prinzip seit den 70er Jahren eine Bewegung auch im Mainstream gibt, dass die Forschung breiter wird. Dass eben Sachen wie Verhaltensökonomik zunehmend auch in diesen hochgerankten Journalen kommen, dass neue Verfahren wie evolutionäre Spieltheorie oder sowas irgendwie reinkommen, die ESG-Modelle zu den alten dazukommen und so weiter und so fort. Und dieser neue Anteil, wo sozusagen auch im Mainstream nicht mehr definiert an der Orthodoxie, also an diesen Lehrbüchern, sondern das, was einfach Mainstream ist, das, was die meisten machen und das, was sehr angesehen ist, definiert durch die Top-Journale, in denen publiziert wird, was in der VWL sehr einfach ist, weil die Top-5-Journale so ein hohes Ranking haben entsprechend aus den USA, dass da einfach sehr klar Professuren nachvergeben werden und so weiter und so fort, dass man da wirklich einfach sagen kann, das, was da drin ist, das ist der Mainstream, und das, was da ja, in schlechter gerankten Journalen ist und in diesen anderen Denkschulen ist und da nicht reinkommt, entsprechend die Heterodoxie.
Und dass da aber eben genau an der Stelle, und deswegen wird es hier relevant, sozusagen sich die Grenzen anfangen zu verschieben. Also man muss nicht mehr nur Gleichgewichtsmodelle machen, um in diese wissenschaftlichen Journale zu kommen, sondern es kommen schon auch so leichte Weiterungen dieses Methodenkanons. Da sind diese heterodoxen Schulen, wie ich sie am Anfang hatte, diese Evolutionsökonomik und feministische Ökonomik und so weiter, nicht drin, sondern das sind neue Programme, die im Prinzip aus dem Mainstream heraus jetzt entstehen. Und das ist ein Feld, was sich jetzt irgendwie auftut, was jetzt irgendwie auch neu kartiert werden muss. Auch das Feld, wo, wenn man sagt, hey, wir wollen eine plurale Ökonomik, und ein VWL-Prof sagt, na, wir sind doch schon plural, also das ist dann das, was da genau gemeint ist, was auch in den Diskussionen im letzten Jahr vor allem dann aufgekommen ist, wo auch der damalige Vorsitzende Warnbach des Vereins für Sozialpolitik gesagt hat, hey, wir haben schon echt eine Pluralität in der Forschung, die ist in der Lehre noch nicht angekommen, aber da kommt sie schon noch hin. Und wo man aber eben auch wirklich sehr kritisch sein kann, zu sagen, ja, welche Pluralität hat es da eigentlich schon und was ist da eben immer noch nicht drin? Und genau dieses sozusagen, was jetzt schon im Mainstream angekommen ist an neuen Ansätzen, ist dieses unter Colin das Edge, ein Professor aus Amerika, nach dem das benannt ist, formulierte, dieser neue plurale Mainstream sozusagen. Und der hat aber, wie man hier sehen kann, entsprechend einen relativ geringen Anteil an Professoren bis jetzt und ist immer noch nicht das, was die Heterodoxen irgendwie sind. Ja? Heterodoxe Professuren, also Evolutionsökonomie, feministische Ökonomik, marxistische Theorie, Postkeynesianismus, ökologische Ökonomik und wie sie alle heißen, haben in Deutschland gerade einen Anteil von 3% der Lehrstühle. Ja? Deswegen auch hier nicht wirklich drauf. Und der Altersschnitt sozusagen dieser Professorinnen ist nochmal eine ganz andere Frage. Also es ist durchaus Raum nach oben. In einer Befragung, die gemacht wurde von Thomas Fricke, war mal der Chefredakteur der Financial Times Deutschland, unter Mitgliedern des Vereins für Sozialpolitik, wo sie auch wirklich sehr, sehr viele, ich glaube 700, 800 oder so, zurückgemeldet haben, relativ, ja, dann nach der Krise, einfach ein paar Fragen rausgegriffen. Demnach würden 51% der Professorinnen zustimmen, dass die Wirtschaftswissenschaft in einer Legitimationskrise steckt. Also die These, wir brauchen eine andere Wirtschaftswissenschaft für die Zukunft, ist jetzt gar nicht so eine gewagte, sondern die Hälfte der Professorinnen im VFS, der wirklich nicht die Organisation der Heterodoxen ist, würde das sogar unterschreiben. Auf die Frage, ist die Kritik dieser studentischen Bewegung, die ich am Anfang vorgestellt habe, dieser pluralen Ökonomik, berechtigt, haben im Prinzip auch über die Hälfte mit Ja gestimmt. 24% Ja, 22% Ja, aber übertrieben, klar, das muss so sein als Studierende, sonst schafft man es ja nicht. Ein Drittel findet selbst die VWL zu formalisiert und befürwortet mehr Geschichte. 59% sehen die Finanzkrise als Scheitern des Marktfundamentalismus. Und wenn man sich in diesen Mainstream sozusagen reinschaut, das, was momentan in der Forschung passiert, ist unglaublich viel Forschung genau über das Marktversagen. Und in all diesen Schulen, die aufbrechen, wird aber sozusagen immer noch sozusagen wie dieser perfekte Markt, die komplette Rationalität, immer wieder sozusagen als Stein genommen, von dem aus man losgeht und immer als Abgrenzung. Und zunehmend, das ist unter dem Begriff Normative Turn in der Literatur von John B. Davis jetzt irgendwie publiziert, immer sozusagen, dass es einen Wandel gibt im Wissenschaftsverständnis selber des Mainstreams, der da jetzt neu entsteht, dass es nicht mehr dieses positivistische Objektive hat, hier ist die VWL und dort drüben ist die Welt, sondern dass letztendlich dieser perfekte Markt als perfektes angenommen wird und in mehr und mehr Schulen geschaut wird, wie können wir dem eigentlich entsprechen? Wie können wir Menschen dazu bringen, dass sie sich verhalten wie rationale Akteure? Mit der Annahme, dass dieses Verhalten dann entsprechend optimal ist, aber es bleibt bei der Annahme. Es ist eben weiterhin dieselben Annahmen, die getroffen werden. Und unter Umständen halt irgendwie ja, Fragen provozieren. Thomas Fricke hat eine andere Studie noch gemacht, in der er sich die Meinungsführerinnen angeschaut hat, also unter all diesen Wirtschaftswissenschaftlerinnen von verschiedenen Unis, die am VFS rumlaufen und dort geantwortet haben,
wer sind jetzt eigentlich sozusagen die Chefs vom IFO-Institut oder von verschiedenen Institutionen, die regelmäßig in den Medien sind und was für Meinungen vertreten die eigentlich? Und hat da festgestellt, dass sozusagen die Meinungsführenden noch sehr stark an diesen Lehrbuchmeinungen festhalten in der Politikberatung, während sehr viele Wirtschaftswissenschaftlerinnen schon komplett andere Sachen empfehlen würden und eigentlich auch gegen diese Ansichten entsprechend, wie es dann auch aus der Forschung irgendwie logisch ist. Frank Beckenbach hat in Befragungen unter Kolleginnen festgestellt, dass sehr, sehr viele mit der Post-Bologna-Universität unzufrieden sind, dass sehr, sehr viele selbst sich wünschen würden, andere Lehre zu machen, aber sozusagen in der engen Taktung, in der Fokussierung auf diese Publikation in diesen Jobjournalen, wo es um einen Wettbewerb in bestimmten filigranen Techniken geht letztendlich, der sehr viel Zeit frisst und unter den gegebenen knappen Ressourcen für Ökonominnen ein vertrautes Problem, schlichtenergreifend kein Raum ist oder gesehen wird, sich zu verändern. Also dass sozusagen die Form, in der Wirtschaftswissenschaft stattfindet und vermittelt wird, selbst bereits eine ökonomisierte ist, eine, wo sozusagen eine Knappheit ja geschaffen wird oder einfach vorhanden ist, und dass sich diese Form entsprechend negativ auf diese Freiheiten der Lehre auswirkt. Ja? Also es geht mir damit nicht darum, jetzt zu sagen, ne, die Profs sind alle Neoklassiker, sondern das Spannende, was man eben da feststellen kann, ist im Prinzip, dass bei allen Befragungen, egal ob man jetzt welche Statusgruppe man fragt, Studierende, Doktoranden oder Professorinnen, überall mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar mehr, das unglaublich gut findet. Und wenn man jetzt, keine Ahnung, allein schaut in Bayreuth, wie groß ist die Gruppe derjenigen, die sich für plurale Ökonomik wirklich engagieren, wie viele Menschen interessieren sich dafür, da läuft ja gerade eine Umfrage auf E-Learning, die ich vorhin irgendwie mal kurz reingucken durfte. Also es sind relativ viele Menschen sind dafür, schaffen es aber natürlich nicht während des regulären Studiums irgendwie sich noch dafür zu einsetzen, dass irgendwie das anders läuft und irgendwer muss nebenbei auch noch irgendwie Eukos machen und verschiedene andere Gruppen und so, das ist irgendwie klar. Aber was sich hier eben sieht, ist, dass nicht nur bei den Studierenden so ist, sondern dass im Prinzip ein unglaublich hoher Wunsch ist, dass sich da was ändert bei allen Statusgruppen und man gar nicht gegeneinander arbeiten muss, sondern nur gucken muss, welche Struktur engt uns da eigentlich ein und wie kann man sich da irgendwie ein bisschen befreien. Jetzt kann man natürlich als ein ganz großes Aber sagen, das ist ja schön, wenn die Studis traurig sind, dass sie da immer für die Klausuren büffeln müssen und sich alle unwohl fühlen. Aber vielleicht muss Wissenschaft ja bitteschön auch keinen Spaß machen, sondern es geht um Wahrheit. Und wenn ich jetzt bei den Naturwissenschaftlern reinschaue, dann fangen da vielleicht bei den Ingenieuren 400 Leute an, und es ist vollkommen klar, dass nach zwei Semestern nur noch 200 da sitzen sollen und sozusagen so eine Selektion einfach stattfinden soll und so ist nun mal die Welt, Entschuldigung. Dann haben wir aber das Problem, ob wir wirklich die Wissenschaft und die Wahrheiten gerade haben. Und dann ist es vielleicht also immer noch fragwürdig, ob das auch bei den Naturwissenschaften so organisiert sein muss oder ob man das anders gestalten könnte. Aber nur sozusagen als mini kleiner Exkurs noch zu diesem Zyklus vom FGW, oder wie ich ihn dargestellt habe, nur so ein paar Ergebnisse aus der Wissenschaftsphilosophie. Die wissenschaftsphilosophischen Grundlagen in den Wirtschaftswissenschaften sind mehr als fragwürdig. Das schönste Buch, was ich bis jetzt gefunden habe, ist von Karl-Heinz Brodbeck, Die fragwürdigen Grundlagen der Ökonomie. Das führt unglaublich gut darin ein und deckt sehr viele dieser Themen ab, die dann noch folgen. Wenn man sich mit der Frage auseinandersetzt, ob die Ökonomik sozusagen nach den üblichen Kriterien, auf die sie sich auf selbst berufen, nach Popper und so weiter irgendwie berufen kann, dann ist das Ergebnis eher negativ. Es gibt einen sehr breiten, sehr lang geführten Diskussion darüber, was man von ökonomischen Modellen eigentlich lernen kann. Sehr spannender Diskurs, kann man auch bei P&E einige Seminare dazu besuchen, habe ich gemacht, habe auch meine Bachelorarbeit genau darüber geschrieben. Und es gibt dort verschiedene Wege oder Ideen, wie man von ökonomischen Modellen lernen kann. Da wird dann gesagt, naja, so wie von einem physikalischen Modell oder wie von einem Isolationsexperiment oder wie von einer Fabel oder wie von einer Geschichte oder gibt es sozusagen verschiedene Vorschläge und unterm Strich sind alle diese Vorschläge bereits mit einer gut veröffentlichten, sehr klaren Kritik und überzeugenden belegt, sodass im Prinzip sehr, sehr unklar ist, wie man legitim von einem Gleichgewichtsmodell lernen kann. Ja? Die zwei zentrale Publikationen ist einfach von Nancy Cartwright,
eine der Wissenschaftsphilosophinnen gegenwärtig, eigentlich für die Physik, aber sie hat sich dann auch mit der Ökonomik beschäftigt. Und Phil Grünejanow hat entsprechend die Ansätze von Mackie bis jetzt auf eine Weise kritisiert, auf die er bis heute noch keine Antwort gefunden hat, soweit ich es weiß. Zudem zahlreiche theorieimmanente Probleme dieser Neoklassik, zahlreiche Unmöglichkeitstheoreme, die Cambridge-Cambridge-Debatte. Also es gibt eine ganze Menge sozusagen an fragwürdigen Punkten, wo man jetzt nicht per se sagen kann, die Wahrheit steht schon fest und wir müssen sie nur alle in fertigen Klausuren immer wieder abfragen, sondern es ist einfach ein spannendes Feld und es lohnt sich sehr stark in die Debatten reinzugehen und einfach ja, mental offen zu bleiben. In der Zusammenschau fühle ich mich oder finde ich das Ganze irgendwie in dem Bild immer ganz gut abgebildet, ein Holzschnitt von Albrecht Dürer, der Nürnberger Meister, wo im Prinzip, also das heißt die Unterweisung und das Spannende daran ist, dass in der Zeit von Albrecht Dürer die Zentralperspektive in Italien geschöpft wurde, die explizit als eine neue Art des Sehens gehandelt wurde. Also die ganzen Maltechniken haben sich geändert. Plötzlich hatte man eine mathematisch berechenbare Perspektive mit diesem Fluchtpunkt und so weiter und so fort. Das dürfte, glaube ich, bekannt sein. Und der Dürer war jetzt ein ganz schlauer, das war einer, der nicht nur nach Italien gegangen ist und diese neue Art der Malkunst gelernt hat, sondern der wollte im Prinzip ein mechanisches Verfahren entwickeln. Der hatte eine riesengroße Werkstatt mit einigen Helfern, Helferinnen und hat eine Zeichenmaschine gebaut, wo man also dieses Grid in der Mitte hat und sozusagen das Objekt der Untersuchung, das Phänomen irgendwie da auf die linke Seite legt, sich selbst rechts hinter den Tisch klemmt und an diesem Visierstab dann sozusagen ganz genau Kästchen für Kästchen mal nach zahlenmäßig irgendwie relativ einfach, ohne große Übung oder sowas, jeder Depp sozusagen irgendwie so ein Bild hinbekommt. Und das ist eben jetzt genau die Frage. Also das ist eine tolle Maschine. Aber wie sieht so eine Unterweisung aus? Und wozu werde ich befähigt? Albrecht Dürer hat sehr, sehr verschiedene Arten zu malen gelernt. Ja, vorher war en vogue eine Methode der detailgenauen Beobachtung. Es gibt Bilder aus dieser Zeit von Van Eyck, wo Dermatologen noch heute bis in die siebte Hautschicht hinein an diesem Gemälde feststellen können, welche Hautkrankheiten darunter liegen. Und die Frage sozusagen, bin ich als Kunstschaffende oder als jemand, der eine Wissenschaft, eine Darstellung erstellt, die da dann irgendwo hinhängt und was gestaltet, bin ich fähig, verschiedene Methoden anzuwenden, zu bestimmen, wann ich welche anwende? Oder sieht ein Unterweisungsprozess so aus, dass ich gelinde gesagt hinter diesen Tisch geklemmt werde, gesagt wird, hier, mach das mal und der Meister verkauft es dann oder macht irgendwas damit? Oder ist es sozusagen eine Möglichkeit zu malen und ich sage, ich benutze dieses Mittel mal, ich kombiniere es vielleicht sogar mit anderen Techniken und ich habe eine gewisse Freiheit in diesem Umgang. Und die ganz andere spannende Frage, die sich natürlich damit schon stellt, ist eigentlich dieses, was hat es mit diesen beiden Fenstern dahinter auf sich, die Richtung Gesellschaft zeigen. In den Wirtschaftswissenschaften, das ist das, was aus dieser Lehrbuchforschung hervorgegangen ist, hat es eher dieses von, jetzt klemm dich mal hinter den Tisch, to learn to think like an economist. Auch eine gewisse Hierarchie darin und ein besonders herausragendes Exempel, sozusagen, wenn man einfach nur lernt, mit dem Hammer zu arbeiten, nur mit einer Art und Weise, ne, das ist ein bekannter Spruch, dass man dann jedes Problem ansieht wie ein Hammer, und egal ob es ein Nagel ist oder nicht, dann halt sagt, er ist da drauf. Ne? Ist Edward Lasillard, ein amerikanischer Ökonom, der im Beratungsgremium von George Bush war, relativ hoch publiziert, relativ hoch angesehen und 2000 ein Paper veröffentlichen durfte im Quarterly Journal of Economics, eines der Top 5 Journalen in den USA, mit dem Titel Economic Imperialism. Das ist also keine Fremdbeschimpfung zu sagen, ich sage, das sind ökonomische Imperialisten, sondern eine Selbstzuschreibung in der Tradition von Gary Becker. Bei dem ist ganz spannend zu gucken, wie er eigentlich, also was er als wissenschaftliches Kriterium nimmt. Was ist Wissenschaft oder was ist erfolgreiche Wissenschaft? Und da findet sich relativ weit vorne, by almost any market test, economics is the premier social science. The field attracts the most students, enjoys the attention of policymakers and journalists and gains notice both and negative from other scientists.
Er nennt es explizit im weiteren Verlauf auf der Seite The Market Test. Und das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, ne? Das soll jetzt nicht für alle Ökonominnen irgendwie stehen, aber wenn man sozusagen einfach nur lernt, mit einer Sichtweise auf Dinge zu gucken, dann kann man hier beobachten, wie sich das bei Edward Lasseyard bis hin in die Selbstreflexion umschlägt. Also da ist jemand nicht, würde ich jetzt mal behaupten, fähig, neben den Tisch zu treten und zu sagen, ah ja, da gibt's, was ist überhaupt Malen? Und auch darüber gibt es spannende Bilder zum Beispiel über die Malkunst selber. Sondern das ist sozusagen der Moment, wenn jemand sozusagen mit dem Visierstab aufsteht, dann auf sich selber guckt und sagt, naja klar, derjenige, der auf dem Markt steht, ist der beste Wissenschaftler. Ja, also da wird das theorieimmanente Kriterium zum Reflexionskriterium über die eigene Praxis. Damit zu der Grundfrage. Also der Sachverhalt ist klar, ne? Einfach nur mal in einer anderen Technik dargestellt, nicht mit dieser Zentralperspektivitätsmalmaschine, sondern bei jeder Kamera ist es so, die Kamera obscura, ne? Da ist das Bild immer auf dem Kopf, das ist irgendwie aus dem Physikunterricht noch bekannt und natürlich, man muss einfach noch reflektieren können, dass man ein Bild auf eine bestimmte Art und Weise produziert, um am Ende eben nicht zu denken, dass das Ding auf dem Kopf stehen muss. Und als Architektin irgendwie immer zu sagen, naja, ich konstruiere das Gebäude halt so und sich dann immer wundern, warum es wieder umfällt, sondern man muss halt einfach nur diesen kleinen Schritt merken, okay, ich kann es einfach umdrehen. Ja? Das ist die Grundidee und damit sozusagen übergeleitet zu der Frage, ist es jetzt einfach nur ein Problem sozusagen für die Wirtschaftswissenschaft oder hat es irgendwie jetzt was zu sagen, nee, die Art, wie wir Wirtschaft wahrnehmen und lernen, Wirtschaft wahrzunehmen, hat auch Auswirkungen auf die Gesellschaft. Und das ist der Punkt, wo plurale Ökonomik nicht einfach nur ein interessanter Sachverhalt ist und diese Wissenschaftsphilosophie jetzt nochmal so ein Zirkel sozusagen zusätzlich ist, sondern wo es relativ praktisch wird und wo man eben natürlich jetzt noch irgendwie einen Zyklus dazu braucht und sagen muss, die Studierenden, die fertig werden, werden Entscheidungsträgerinnen, gestalten Gesellschaft, Doktoranden irgendwie arbeiten in verschiedenen Institutionen, gehen in politische Parteien. Diese Menschen entwickeln Konzepte, Entwürfe, bieten Grundlagen für Politikprozesse, betreiben Wirtschaftsjournalismus oder ökonomische Bildung und gestalten das Curriculum in Schulen und so weiter und so fort. Und eben die Frage, hat man es gelernt, sozusagen diese Brille, die man aufgesetzt bekommen hat, zu reflektieren und zu bestimmen, wann die gut und sinnvoll ist und wann nicht? Oder trägt man die eben fort und gestaltet dann nach und nach Gesetze, Institutionen, und die gesellschaftliche Architektur, die dann wieder Verhaltensmuster von Menschen prägt. Ja. Die Architektin, die diesen Hörsaal hier so gebaut hat, dass alle in einer Reihe sitzen, ist dafür verantwortlich, dass wir kein Gruppengespräch führen können. Ist auch sinnvoll vielleicht, wenn es für eine Vorlesung gedacht ist. Schränkt uns aber auch ein bisschen ein. Und wenn wir diesen Raum betreten, müssen wir uns dessen irgendwie bewusst sein. Ne? Und das ist die spannende Frage eben nach diesem Bewusstsein für mich. Dieses mit diesen zwei Zirkeln, die irgendwie so ineinander greifen mit einer gewissen Freiheit, wo man sich jetzt vorstellen kann, klar, dann Doktorandinnen studieren diese Verhaltensmuster und wie das jetzt wirkt und so weiter, so als dieses Idealbild von Theorie und Praxis. Was wir jetzt gerade hatten, war ja aber, dass es da eben gar keine Freiheit gibt, sondern es gibt den Economic Approach und egal, was wir an Fakten finden und was wir über Gesellschaft lernen, wir verändern dadurch nicht unsere Denkform. Sondern wir schaffen es, jede beliebige Lebensform in dieser Denkform nach diesem Denkstil zu rekonstruieren. Wie wirkt die eigentlich auf Gesellschaft? Und das ist eben die Frage nach Wirkungsforschung ökonomischen Wissens oder im englischen Diskurs Performativity of Economics. Und da gibt es wirklich zahlreiche Studien, die sehr spannend sind, irgendwie sich anzugucken, wo man einfach gucken kann, es gibt in dieser Tradition des ökonomischen Imperialismus einfach zahlreiche Anwendungen dieser Gleichgewichtsmodelle. Es gibt eine Economics of Education, es gibt eine Economics of Love, of Marriage, of Prosecution, of Law und so weiter und so fort. Und die sind im Großen und Ganzen vielfältig wirkungsmächtig geworden. Ja? Edward Lasseyard selber beschreibt in diesem Essay Economic Imperialism nach und nach verschiedene Gesellschaftsfelder und spricht jedes Mal von einem Erfolg, wenn die Ökonomen es endlich geschafft haben, einen Lebensbereich in den USA nach diesen Economics of umzugestalten, sozusagen. Ja? Das heißt,
dass diese Denkweise zunehmend sich auf die Welt auch überträgt, ohne dass diese Übertragung letztendlich, also Lasia ist da wirklich eine seltene Ausnahme, geguckt wird, ist das jetzt gut oder schlecht oder welchen Effekt hat das? Also wenn ich den Big Ben immer wieder auf die Spitze stelle und der jedes Mal umfällt, ist die Frage, merken das Ökonomen denn eigentlich oder sagen sie, naja, wir müssen halt noch mehr von demselben machen oder so? Das ist, wenn es nicht in der Disziplin drin ist. Und sozusagen einfach diese vielfältigen Anwendungen von Economics aufhat und die Frage eben, was das mit einer ökonomisierten Gesellschaft zu tun hat, wo sich ein bestimmtes abstraktes Prinzip zunehmend durchsetzt. Also unglaublich viele Studien der Soziologie, Deutschlandfunkbeiträge noch und nöcher zur Ökonomisierung der Pflege. Von Celia Graupe, Jochen Krautz, ganz spannende Forschungen, wie ist es zum Bologna-System eigentlich gekommen und zu PISA. Und Rückverfolgungen über die OECD-Konferenzen, in denen es irgendwie mal aufkam, wo das Wissen reinkam, bis zur Humankapitaltheorie von Gary Becker und Theodor Schulz. Die Economics of Accounting, die sozusagen einen anderen Bilanzierungsstandard durchgesetzt hat und sich die Kapitaldefinition selber, die aktiengezeichnete Unternehmen, anwenden, nach der bewertet wird, durch die Economics of Accounting geändert hat und durch politische Prozesse. Ja, ein sehr spannendes Paper von Nölke und Perry. Also wo sozusagen in diesen Zyklus von Gesetzesvorlage ökonomische Modelle reinkommen und dann ganz konkret bestimmen, wie Wert angesetzt wird und damit natürlich auch das Verhalten von Managern beeinflussen und diese Muster sozusagen, in denen andere Menschen dann wieder leben. Ja, also das ist ein riesengroßes Forschungsfeld. Eins nur als Frage aufgeworfen, nicht um das irgendwie abzuschließen, aber dieser Theodor Nordhaus, ich habe es jetzt nicht ausführlich gemacht, weil es entsprechend auch recht neu ist. Das Buch von Walter Oetsch dazu, einfach der das sehr, sehr, sehr gut aufbereitet hat und eine unglaubliche Lektüresammlung nochmal zusammengestellt hat, wer sich da interessiert, Mythos Markt, bei Metropolis erschienen. Und Theodor Nordhaus, der im letzten Jahr der Träger des Alfred-Nobel-Gedächtnispreises war, hat den eben bekommen für seine Economics of Climate Change. Ja? Und da schließt sich so zumindest ein Kreis nochmal zu dem Thema dieser Ringvorlesung. Ich möchte mir da kein Urteil erlauben, weil ich das Gesamtwerk von Douglas North irgendwie jetzt noch nicht in seiner Gänze studiert habe. Aber was man hier alleine sehen kann, sozusagen, ist halt entsprechend eine dieser ganz regulären Anwendungen. Also das Modell kommt uns relativ bekannt vor. Analyzing the economics of climate change is one that considers the climate change problem as an economic problem. Also, ne? Wir haben den Klimawandel, wir haben wieder ein Phänomen, wir haben schon einen Ansatz, wir sehen es als ökonomisches Problem und es geht dann einfach durch. Ne? Also, es gibt eine soziale Nutzenfunktion und so weiter und es geht darum zu gucken, ab welchem Punkt von CO2-Einsparung sind die Kosten dieser Einsparung so hoch, dass der Nutzen, also der Schaden sozusagen, der durch das CO2 vonstatten gehen würde weltweit an Umweltzerstörungen und so weiter und so fort, rein wirtschaftlich gesehen, sich irgendwo treffen. Und was ist dann der optimale Wert von CO2, was wir jetzt irgendwie einsparen sollen und wo nicht? Ja, also eine relativ abstrakte Sichtweise auf dieses Problem, die auch relativ viel außen vor lässt. Relativ viele Unsicherheiten, Unwägbarkeiten, nichtlineare Effekte, Tipping Points, ne, die er auch immer wieder reflektiert und so weiter und auf die er auch die Einschränkungen zumindest in seinen Papern irgendwie sachlich eingeht. Aber nichtsdestotrotz gibt es immer das Modell und das, was vorne dran steht und das Ergebnis und das sind jetzt gerade 2 Grad, die da irgendwie bei ihm rauskommen, die optimal sind. Und dann natürlich noch eine ganze Liste von Keywords, von Einschränkungen. Und dann aber halt immer die Frage, wo werden die mitkommuniziert, wie komplex ist das dann am Ende irgendwie noch in allen Darstellungen und wie wirkt jetzt dieses Modell? Da habe ich noch nichts dazu gefunden an Forschung. Es ist also einfach eine offene Frage, wo auch jeder irgendwie eingeladen ist, mitzumachen, welchen Einfluss Ökonomen einfach auf diese ganze Debatte haben. Sorry, dass ich das noch nicht liefern kann. Aber es ist ja auch immer schön, wenn Wissenschaft offen ist und man selbst mitspielen kann. Die Frage sozusagen, nur um den Bogen zu schließen, von diesem Punkt aus ist natürlich, wenn im Prinzip alle beteiligten Statusgruppen sich was anderes wünschen, wenn unklar ist, wie das eigentlich wirkt, und ich würde das wirklich im Unklaren lassen, ne? Ich bin nicht der Mensch, der sagt, die neoklassische Ökonomik
ist komplett schuld an der Ökonomisierung der Gesellschaft, sondern es ist einfach total spannend, immer wieder reinzugucken. Und das ist das Schöne an dieser Performativität der Ökonomik. Wie genau hat jetzt eigentlich dieses Bologna-System dann auch gewirkt? Also ist das jetzt schon ein Markt geworden, die Uni? Muss es noch mehr einer werden, damit es besser ist? Ist jetzt was besser als vorher? Aber diese Frage muss man sich ja irgendwie stellen. Ne? Und da nochmal genau reinzugucken und dann eben zu gucken, mit welchen Methoden kann ich das überhaupt feststellen, das ist einfach ein ganz spannendes Feld und der Punkt, wo Verantwortung als Ökonomin irgendwie dann anfängt. Ne? Also eine Methode anzuwenden und dann zu gucken, ist es jetzt besser geworden, muss ich nachjustieren, kann ich nochmal anders anwenden? Also diese ganze Frage der Kunst, die dann in die Wissenschaft kommt und des Greifens, des Reflektierens und so weiter, das will ich damit einfach nur aufmachen. Und damit eben die Frage, wie könnte das eigentlich aussehen, wenn da nicht nur ein Ansatz drin ist? Ich habe diese schematische Darstellung von dieser Camera Obscura einfach sozusagen für den Mainstream irgendwie bis jetzt immer mal benutzt. Also diese An-Economic Approach, eine Sichtweise auf N-Phänomene, auf beliebig viele, Economics of XYZ. Geht es jetzt darum, beim selben Theorie-Praxis-Verhältnis zu bleiben und zu sagen, naja, die heterodoxen Schulen müssen da auch mit rein und müssen jetzt alle einen Lehrstuhl bekommen? Wir brauchen in Bayreuth noch eine Professur für Evolutionsökonomik und so weiter und so fort. Immer wieder diese Vorwürfe von Beliebigkeit. Wie können die da miteinander reden und wie geht das irgendwie? Oder haben eigentlich diese Denkform, diese Denkstile etwas zu tun mit dem Wirtschaftsstil und mit den Wirtschaftsformen, die wir momentan haben? Was sich an dieser Performativität relativ gut ablesen lässt. Weil die neoklassische Theorie in der experimentellen Ökonomik sozusagen eigentlich wie ein Designprinzip ist, nachdem Situationen gestaltet werden und dann Menschen konkret in diese Situation gebracht werden und sich darin auch anders verhalten. Und vielleicht kann man mit einer Commons-Schule zum Beispiel, die sich Gemeingüter frei anguckt und guckt, wie funktionieren selbstorganisierte Gemeinschaften, die was gemeinsam verwalten, kann man natürlich auch eine Creative Commons-Lizenz denken und kann sozusagen vor dem Hintergrund dieser Theorie als Designprinzip auch ein Buch veröffentlichen, was eben nicht urheberrechtlich geschützt ist oder auf eine Art rechtlich geschützt ist, aber frei verwendbar ist oder sowas. Also Theorie und Praxis sind gerade in sozialwissenschaftlichen Bereichen dann eben doch auf eine Art auch geisteswissenschaftlich, weil wir in den Ideen, die sich Wissenschaftlerinnen ausdenken, irgendwie auch leben und Prinzipien, die wir schon leben, zu wissenschaftlichen Theorien werden können. Also da gibt es immer diese Doppelnatur. Und die lässt sich, glaube ich, eben nicht in diesen zwei Kästchen abbilden. Dafür haben wir im Institut an der Cusanos Hochschule diesen netten Kolibri entwickelt, das sozusagen nur als Ausblick, wo diese Verbindung zwischen Denken und Handeln, dieses Reflexive in der Mitte als Kreis vorhanden ist, uns eben auf dieser wissenschaftlichen Theorieseite einfach darum geht, eine praktische Wissenschaft zu machen, der Wirtschaftswissenschaft, wieder eine moralische Wissenschaft, die explizit ihre Moralität reflektiert, eine kritische Wissenschaft, die sich selbst hinterfragt und eine transformative Wissenschaft, die bewusst ist, dass sie auf Welt wirkt und sich dann die Frage stellen kann, also einfach explizit machen kann, wie sie wirkt, das neu verhandeln kann, entsprechend auch unter Umständen fragen kann, wie sie wirken möchte. Und die Idee, dass sich eben dadurch auch in der Praxis irgendwie einiges tun könnte und verändern könnte und ein reflexives Potenzial reinkommt, was eben dazu beiträgt, viele Routinen zu hinterfragen und anders zu gestalten. Nach den ganzen Negativaspekten sozusagen über die ökonomische Lehre noch die Frage, was tut sich eigentlich gerade oder wenn wir schon bei transformativen Verständnis von Wissenschaft sind, was kann man auch mit tun? Dieses lokale Engagement, wo am Anfang irgendwie so 5, 6 Gruppen waren für plurale Ökonomik, 2012 hat sich sehr stark ausgeweitet schon. Es gibt mittlerweile an über 30 Hochschulen Arbeitskreise wie diesen hier. Da kann man sich mit engagieren, kann irgendwie sich einfach aufklären und diese Reflexion sozusagen selbst schaffen, Räume dafür schaffen, Seminare schaffen, sich einfach selbst eine Art Abstand irgendwie dazu bringen, liefern, sich irgendwie auch mit den Professorinnen auseinandersetzen und denen entsprechend einfordern, wenn man das eine wichtige Sache findet. Das Netzwerk Plurale Ökonomik ist ein deutschlandweiter Verein, wo es im Sommer eine Sommerakademie gibt, wo man richtig 5 Tage lang am Stück einen Kurs besuchen kann. Gegebenenfalls kann man auch die Professorinnen hier fragen, ob man sich den anrechnen lassen kann. Das ist eine Geschichte, die jetzt institutionalisiert ist und einfach auch ordentlich abläuft, sozusagen eine Woche lang zu einem dieser verschiedenen pluralen Schulen und anderen Themen. Die Mitgliederversammlung ist im Oktober in Mannheim. An der Uni Bern gibt es im September eine Veranstaltung zur transformativen Wirtschaftswissenschaft, wenn es da irgendwie mehr Interesse zu gibt.
Und an der Cusanus-Hochschule werden wir eine Winterakademie machen, organisieren, wahrscheinlich in Tutzing. Es gibt mittlerweile, muss man sich auch mal klar machen, dafür, dass wir 2012 mit diesem Begriff der pluralen Ökonomik irgendwie gestartet haben, bereits, also es gibt bereits 4 Professuren für plurale Ökonomik in Deutschland, wo es diesen Begriff vorher noch nicht hatte. Anderthalb sind sozusagen im politischen Prozess. Eine steht schon im Koalitionsvertrag in Schleswig-Holstein, eine im Parteiprogramm bei den Linken in Thüringen, die das entsprechend vielleicht umgesetzt wird. Es gibt einige neue Institutionen. Es gibt ein neues Forschungsinstitut, SOE, Institute for Future Fit Economies, für zukunftsfähige Ökonomien in Bonn, wo sozusagen auch aus pluraler Perspektive Politikberatung gemacht wird. Es gibt die Didaktiker der Ökonomik, also Professorinnen, die Lehrämtler ausbilden für also ganz normal Lehrerinnen, die sozusagen danach Wirtschaftswissenschaften oder Sozialwissenschaften unterrichten wollen, irgendwie in der Schule. Die haben einen neuen Berufsverband gegründet, sowie den VfS sozusagen nur alternativ für sozioökonomische Bildung und Wissenschaft. Die sind also dabei, selbst die Inhalte zu hinterfragen, die sie bis jetzt didaktisch aufbereitet haben. In Leipzig das Konzeptwerk für neue Ökonomie. Einige große Stiftungen auch, wie das Institute for New Economic Thinking, die sich sehr stark für den Wandel einsetzen. Und das Ganze ist kein Nischenthema. Auch die OECD hat eine New Economic Thinking Unit. Ich weiß nicht, wer es gelesen hat, in der letzten Woche gab es einen großen Artikel darüber im Internet, dass jetzt selbst in Harvard, wo Gregory Mankiw persönlich die Einführung hält, das Econ 101-Programm, es jetzt einen zweiten Einführungskurs gibt, der rein empirisch arbeitet und sozusagen ohne diese Markttheorien man ein VWL-Studium jetzt anfangen kann und auch irgendwie einsteigen. Also da ist wirklich an solch hohen Orten irgendwie was in Bewegung. Es ist, glaube ich, eine sehr spannende Zeit für die Wirtschaftswissenschaft, wo diese Frage, welches Paradigma ist gerade das Vorherrschende, einfach wieder so ein bisschen offen ist und wo es die Frage auch, was sich jetzt durchsetzt, dann irgendwie auch eine ist, die irgendwie entschieden werden kann. Oder mitgestaltet, sage ich mal so. Es gibt eine Reihe von alternativen Studiengängen. Ich raff das jetzt mal ein bisschen. In Duisburg-Essen den Master in Sozioökonomie ab diesem Herbst. In der WU in Wien, Social Ecological Economics and Policy, mit dem definitiv pluralen Anspruch. Die Siegener haben sich den Namen Plurale Ökonomik selbst irgendwie genommen. In KUS nennen wir den Master Ökonomie und Gesellschaftsgestaltung. Explizit, weil es uns da sozusagen darum geht, nicht zu sagen, wir müssen jetzt was Neues schaffen, was plurale Ökonomik heißt, sondern bei uns kann man Ökonomie studieren mit verschiedenen Perspektiven und bitteschön, das ist Ökonomik. Die Details überspringe ich jetzt mal aufgrund der Zeit und nur noch 2 Grundgedanken irgendwie vor dem Beispiel, was ich jetzt irgendwie auch vertrete und wo ich drinstehe und mitgestalte, die Cusanus Hochschule selber einfach, weil es das spannende Beispiel ist nochmal, wenn wir vorher gesagt haben, dass die Form momentan ganz stark bestimmt, welche Inhalte da sind und was überhaupt gelehrt werden kann, ist so eine frisch gegründete Hochschule eben ein Beispiel, wo irgendwie das Promotionsrecht sozusagen irgendwie einfach frei ist. Also wo die Uni Mannheim zum Beispiel, wo der Dekan auf einer Podiumsdiskussion öffentlich zugegeben hat, dass neue Professuren nicht fachlich ausgeschrieben werden, nach dem Motto, wir brauchen jetzt einen fürs Wettbewerbsökonomie oder einen für Institutionenforschung oder sowas, sondern die Ausschreibungen zum Teil so breit gemacht werden, dass man einfach den Menschen nehmen kann mit dem höchsten Ranking nach Publikation. In Italien es so ist, dass alle Hochschulen gezwungen sind, nach einem bestimmten Ranking zu gehen und wir in Deutschland aber national noch die Freiheit haben zu bestimmen, nach welchen Kriterien berufen wir eigentlich Professorinnen. Und wir dann eben auch die Freiheit zu haben, nicht nach diesem Mainstream-Ranking zu gehen, sondern entsprechend auch Leute mit einer normalen Habilitation zu einem spannenden Thema einfach zu berufen. Also einfach nur zu fragen, wie, wo kann man eigentlich solche Räume gestalten und das, was man reflektiert, dann auch wirklich irgendwie ins Leben bringen. Ist das einfach ein Beispiel, wo Professorinnen und Studierende sich zusammengesetzt haben und einfach beschlossen haben, sich selbst diesen Raum irgendwie zu gestalten und auch rein von der Form, die andere Inhalte dann vielleicht auch braucht, eine Frage eben, zum Beispiel bei P&E, hier hat man ja schon in den Philosophieteilen zunehmend dann hinten raus kleinere Seminare. Bei uns ist das ganze Studium so aufgebaut, dass es einfach ein dialogische
Geschichte ist, also wo gar nicht eine Denkweise von einem Professor, von einer Professorin sich irgendwie durchsetzen kann, sondern es hat irgendwie nur Kleingruppen und die Gruppen sind auch im Jahrgang von maximal 20 Personen sozusagen durchs ganze Studium zusammen. Das heißt, man hat auch wechselseitig ein Gespräch, man kann sich an seine Fragen, die man am Anfang des Studiums hatte, erinnern. Jeder Studierende trägt ein Forschungsprojekt selber durch, wo man auch seine Methode irgendwie selbst findet, mal verwirft, mal eine andere nimmt oder sowas und sich darin einfach begleitet und austauschen kann. Ja, also einfach nur so als eine Sensibilität dafür, was hat sozusagen die Form, in der ich mich bewege, eigentlich auch mit diesen Inhalten zu tun und wie kommt dann auch eine Durchmischung oder Reflexionspunkte irgendwie rein. Genau. Das sozusagen als Abschluss und Ausblick einfach sozusagen diese ganze Bewegung, um sozusagen auch diesem dargestellten Impuls dann irgendwie gerecht zu werden. Also sozusagen diese Frage oder sagen wir mal dieser Weg nochmal nachgezeichnet zum Abschluss einfach. Ein paar Studierende in Bayreuth stellen fest, dass sie irgendwie sich unwohl fühlen mit ihrem VWL-Studium. Es gründet sich eine Bewegung, man merkt, man ist damit nicht allein. Es gibt ein Forschungsinstitut, was jetzt einige Millionen in die Hand genommen hat und einfach den Status quo der VWL in Deutschland erhoben hat, der nicht der absolut letzte sein muss, und es kann von mir aus auch gerne noch andere und Gegenstudien geben und so weiter. Aber der bis jetzige Stand der Wissenschaft ist eher, dass die VWL ein Problem hat und nicht die VWL-Studierenden, die da durchgehen. Das ist, glaube ich, ganz gut zu wissen, auch für den persönlichen Wohlbefinden und die Frage, wie man damit umgeht. Es ist eine unglaublich spannende Frage, die in der Soziologie, in der Science Technology Studies behandelt werden. Wie wirkt diese uniforme Lehre auf Gesellschaft? Da gibt es sehr, sehr viel Arbeit zu tun, glaube ich, noch und sehr viel zu holen auch für Ökonominnen. Und wenn wir wissen, dass wir auf Gesellschaft wirken, dann eben dieser Horizont einer transformativen Wirtschaftswissenschaft, wo es einfach eine große Bewegung auch schon gibt von Professorinnen und eben auch konkrete Institutionen entstehen und man irgendwie einfach schauen kann, bewusst entscheiden kann, wovon möchte man da Teil sein, was kann wozu was beitragen und was wirkt eigentlich wie auf die Gesellschaft. Ja, und so viel nur von meiner Seite, dann freue ich mich sehr auf Fragen dazu, Diskussionen und alles Weitere. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Und jetzt öffne ich nochmal den kurzen Raum für Fragen. Ja. Genau. Judith? Ja, danke schön. Ich wiederhole es nochmal wegen der Lautstärke irgendwie, also die Frage, und ob ich es auch verstanden habe, dass, die Frage, ob es nicht irgendwie auch gut ist, sozusagen da einen klaren Ansatz zu haben in einer Wissenschaft, der gewissermaßen seine Berechtigung haben kann und auch die Erfahrung, dass er seine Berechtigung hat im Alltag. Also ich finde es erstmal, kann man das, glaube ich, mit anderen Wissenschaften so nicht machen. Man kann nicht sagen, ich mache die Soziologie des Klimawandels, weil es die Soziologie nicht so hat und nicht so gibt und die nicht so vermittelt wird, sondern weil es da einfach schon verschiedenste Paradigmen gibt und man in Jena wahrscheinlich eine andere Soziologie lernt als in Hamburg oder sowas. Und es da einfach diese Verschiedenheit hat. Und es ja in dem Sinne, wollte ich ja nicht sprechen, dagegen eine Methode anzuwenden, sondern nur um eine Freiheit, um ein Bewusstsein, dass ich gerade eine Methode anwende überhaupt. Und eben davor zu warnen, vor dieser Hybris sozusagen zu sagen, das ist die Methode und die kann alles und ich bin ökonomischer Imperialist und will die anderen jetzt verdrängen. Also eben gerade ein Bewusstsein überhaupt zu entwickeln dafür, ich habe gerade den Economic Approach,
Und es gibt noch 5 andere soziologische Schulen und 3 politikwirtschaftliche und 4 andere in den Wirtschaftswissenschaften. Und die gemeinsam haben wahrscheinlich alle jeweils einen Teil der Wahrheit. Und da einfach offen und neugierig zu sein, über den Punkt hinaus, wie kann ich den Teil dieser Wahrheit jetzt noch in mein Modell mit reinmodellieren. Weil das ist relativ klar wissenschaftsphilosophisch gezeigt, dass man kriegt nicht alle Teile der Wahrheit in einem Modell. Ja? Das ist der Punkt, glaube ich. Und zu dieser Frage, das sehe ich darüber in meinem Alltag, ist was sehr, sehr Spannendes. Da gibt es ein Paper von Lawrence Boland on the futility of criticizing the maximization hypothesis, wo er klar nachweist, dass diese Maximierungslogik im Prinzip eine Metaphysik ist. Also man kann die nicht widerlegen. Das ist genauso, wenn ich sage, alle Menschen werden von Außerirdischen gesteuert. Keiner widerspricht, okay, dann scheinen die Außerirdischen gar nichts dagegen zu haben. Und wenn jetzt einer widerspricht, dann sage ich, okay, jetzt klar, sie haben jetzt einen programmiert zu widersprechen, weil sie wollen nicht, dass sie gestört werden oder dass sie auffliegen oder so. Ne? Also Jakob Capella hat das in der Einführungsvorlesung, also in dieser Ringvorlesung zur pluralen Ökonomik mal sehr plakativ gemacht, hat sein Bein da drauf geschwungen und hat gesagt, und wenn ich mir jetzt das Bein abhocke, dann sagt mir die neoklassische Theorie, dass es meinen Nutzen maximiert hat. Ja? Also man kann es in dem Sinne nicht widerlegen. Es ist so eine Übereinanderlegung von verschiedenen Propositionen, dass es immer wieder ein neues Modell geben kann. Es gibt dieses Standardmodell und dann kann man sagen, da ist jetzt aber das und das nicht drin. Und es gibt die Externalität Klima, Gas oder wie auch immer man die Proxy-Variable dann nimmt für CO2 und so weiter und so fort. Und dann mache ich dafür wieder ein neues Modell. Und habe sozusagen einen riesengroßen Fächer, aber habe das erste Modell damit nicht zugelassen, dass es falsifiziert worden ist. Genau, also auf Benevolence erstmal stark machen. Also ich, ja, die Frage nach den Fehlern oder Schwächen in der Neoklassik. Also ich bin auf jeden Fall dafür, dass sie sozusagen in einem pluralen Kanon da ist. Ich sehe, dass sie eine bestimmte Logik beschreibt und dass man mit ihr auch gestalten kann. Der größte Fehler ist, meine ich, die mangelnde Selbstreflexion. Und dann gibt es natürlich noch total spannende Fragen einfach nach interner Konsistenz, wie das, was ich mit dieser Sonnenschein-Mandel-Le-Breux-Theorem und so weiter hatte. Also dass einfach bestimmte, dass diese Schule an bestimmten mathematischen Knackpunkten, wo unglaublich große Fehler aufgeworfen worden sind, einfach das nicht reflektiert hat, sondern oder nie eingestanden hat, sondern es jetzt halt einfach sich auffächernde Forschungsprogramme gibt. Was waren das für Fehler? Also Arrow und Le-Breux zum Beispiel haben ja dieses Marktgleichgewicht nachgewiesen das erste Mal, dass das mathematisch darstellbar ist. Und haben das unter bestimmten Bedingungen gemacht. Und man hat ja in der Mikroökonomie zum Beispiel am Anfang diese verschiedenen, ein Mensch hat irgendwie, man kann verschiedene Güter modellieren, perfekte Komplemente und was es irgendwie alles gibt. Und irgendwie Güter, die einem Nutzen bringen, Güter, die einem einen negativen Nutzen bringen und so weiter und so fort. Und Sonnenschein, Mandel und Le-Breux haben im Prinzip herausgefunden, dass man zu diesem Marktgleichgewicht nur kommt, wenn man einheitliche Engelskurven hat. Also wenn es sozusagen eine Nutzenfunktion gibt, die klar nur irgendwie eine Form hat. Also die darf nicht irgendwie gebogen sein oder sonst was. Also die ganze Vielfalt, die wir mikroökonomisch im Entscheidungsverhalten abbilden können, können wir sozusagen nicht auf dieses Marktmodell übertragen. Sondern es gibt nur eine Präferenz von mehr ist besser, die wir dann aggregieren können. Und deswegen haben wir in der Makroökonomie einen repräsentativen Agenten. Und da gibt es explizite Zitate von Paul Samuelson, wo er gesagt hat, wenn wir das rausfinden, wenn das jetzt so ist, dann müssen wir irgendwie den Narrativ verändern. Entweder müssen wir sagen, dass das Marktmodell nur für Robinson Crusoe ist, der allein auf seiner einsamen Insel lebt und mit sich selber handelt, oder wir müssen von einem repräsentativen Agenten sprechen. Und das Zweite klingt plausibler. Und das steht in den Lehrbüchern. Ja. Wegen der Zeit vielleicht mal 2 Fragen zusammen oder gern 3? Ich habe eine spezielle Frage. An einer Stelle meinten Sie, dass die Gesellschaft sozusagen eben die ökonomisch optimalen, ich nenne es jetzt mal Zwänge oder Optimalitätsbedingungen angepasst werden sollen. Das habe ich nicht ganz so, also ich weiß nicht, was ich mir darunter vorstellen soll. Vielleicht, dass sozusagen unsere Modelle nicht umsteigen, sondern die Menschen anpassen an unsere Modelle. Ja. Ja, das war ein bisschen schnell, sorry. Ja, ich war gerade zwischen Sammeln, aber machen wir das klein. Also ich habe nicht die These, dass irgendwer der Ansicht ist, dass
die Gesellschaft an die Ökonomik angepasst werden soll. Ich habe da keine Verschwörungstheorie oder sonst was im Hintergrund. Aber ich glaube, man kann beobachten, dass Wirtschaftswachstum einfach eines der höchsten politischen Ziele ist gegenwärtig. Und auch im Diskurs, und wenn man sich Kanzlerduelle anschaut und so weiter, dann teilweise von beiden großen Parteien irgendwie, und es geht um Wettbewerbsfähigkeit und so weiter und so fort. Also dieser Mythos Markt, wie Walter Oetsch das nennt, ist einfach sozusagen das Große, dem gedient werden muss. Der Markt darf nicht verunsichert werden. Also es gibt viele Analysen von Zeitungen und Überschriften und so weiter und so fort, wo der praktisch personifiziert wird. Und wenn wir Wirtschaftswachstum als höchstes Ziel haben, dann liegt es auch relativ nahe, dass alle Sektoren in der Gesellschaft zum Wirtschaftswachstum beitragen sollen. Und das ist das, was sich dann eben zeigt. Also auf diesen OECD-Konferenzen gibt es dann vollkommen klare Zitate. Der Bildungssektor könnte ja auch für eine Demokratie und hier und da und allgemeine Bildung und Selbsterfüllung oder so sein, ist heute ein ökonomischer Sektor, kann angeguckt werden wie eine Kunstdüngerfabrik oder sowas. Also es macht wirklich Spaß, dann die Publikation von Silja Kraupe reinzugucken. Und dann gibt es Beispiele, wo eben solche Sektoren umgestaltet werden, daraufhin Wirtschaftswachstum zu produzieren. Ja, und da gibt es, glaube ich, nicht den Mensch, der die Strippen zieht oder sowas, sondern es ist eben ein bestimmtes Wissen, was auf bestimmte Kanäle, die man immer im Einzelnen nachforschen muss und kann, sich auf Gesellschaft ausbreitet und wo dann eben man das oft dann daran erkennt, dass man von Kunden spricht, wenn man bei Arbeitsagenturen ist oder sowas, oder mittlerweile auch bei Menschen mit Behinderungen einfach, dass da über das Bundesministerium für Arbeit und Soziales jetzt irgendwie Politiken reingehen, dass die auch als mündige Konsumenten gesehen werden und zwischen verschiedenen Leistungsangeboten frei wählen sollen. Und das sind alles Beispiele dafür. Genau. Jetzt einmal oben und dann. Genau. Hat ja auch so ein bisschen was mit der Frage zu tun. Also ich sehe es ja überall, dass es stimmt. Das ist ja genau dieses, ich setze mir diese Brille auf und ist ja auch irgendwie ganz angenehm. Und dann die Frage, kann ich sie mir absetzen? Also wenn wir jetzt sozusagen das heute alles besprochen haben, ist dann noch wahrscheinlich oder haben wir jetzt diesen Effekt schon versaut, dass alle sozusagen weniger solidarisch werden oder so, weil man es irgendwie schon weiß und auch diese Schule vielleicht als eine rein mathematische begreifen kann. Bei mir persönlich war es so, also ich habe mich sehr schwer getan, damit diese Modelle zu rechnen, bis zu dem Punkt, dass ich gemerkt habe, das ist einfach eine historisch gewachsene Schule und es waren mal Ingenieure, die irgendwann die klassische Mechanik auf Menschen angewendet haben und dachten, das bringt irgendwie was und jetzt rechne ich das halt mal auch, weil ich es irgendwie auch spannend fand, wie es gerechnet wird, aber ich habe nicht mehr das Gefühl, das muss mein Weltbild werden. Von dem Moment an konnte ich die total frei rechnen und sie haben auch nicht mehr was mit meiner Perspektive gemacht, sondern ich kann einfach sagen, das ist ein Stück Mathematik und ich rechne das jetzt und das ist irgendwie distanziert, irgendwie kann man das durchziehen, also das nur zum persönlichen Umgang damit. An der Cusanos-Hochschule machen wir es so, dass wir schon auch diese Standardmodelle einführen, dass wir aber was machen, was in diesen Lehrbüchern nicht geschieht, weil wir reden darüber, wie darin gedacht wird. Also im normalen VWL-Studium macht man ein Beispiel von dem Marktmodell, dann macht man das nochmal für ein anderes Beispiel, dann geht man in Wettbewerbsökonomie und hat wieder dieses Modell, dann geht man in europäische Integration und kommt wieder bei sowas raus und dann macht man Economics of Climate Change und hat irgendwie wieder dieses Modell und man merkt dann langsam schon nach der fünften, sechsten Vorlesung, irgendwie ist es immer wieder dasselbe, ist ein bisschen blöd, aber man spricht nie darüber, was eigentlich die Denkweise ist. Und wenn wir explizit darüber reden, was sozusagen die Denkanweisungen sind, dann kann man sich halt ein paar Vorlesungen einfach sparen. Und kann dann in der Zeit auch noch andere Denkweisen sich angucken. Das ist so das Prinzip im Bachelor bei uns. Genau. Eine Frage. Ärztliche Kamera war mächtig hier in unserer Uni. Ich habe einen Vortrag gehalten und der genau das gleiche Phänomen, das ich gerade auf der Folie habe, projiziert und gesagt, so haben beobachten auf der einen Seite ganz viele Economics-Aufbewegungen von Economics of Climate
Vergleich ist Ökonomik sowas wie die Grand Unifying Theory, nach der alle Wissenschaftstheoretikerinnen suchen. Würden Sie jetzt sagen, das ist auch eine legitime Konklusion darauf, weil es geht vor allem darum, Real Economics of Phänomene zu haben, oder würden Sie mehr stärker darauf eintreten, bestimmte Felder nicht zu ökonomisieren und die Ökonomik als Prinzip, also per se, als Prinzip aus bestimmten Bereichen des Lebens herauszuhalten? Wo würden Sie sich darin verorten? Genau. Ich glaube, es gibt keine Verbote in dem Sinne, sondern einfach nur diese Frage, kann man reflektieren, mit welchem Werkzeug man vorangeht? Wir können den Bogen nochmal zurückschlagen zu Ernst Ulrich von Weizsäcker, weil er in seinem Buch zwei große Punkte macht und sagt, wir brauchen diese neue Aufklärung. Und die beiden Felder, die massiv gegen diese Aufklärung arbeiten, ist einmal diese neoklassische Ökonomik und zum anderen die analytische Philosophie. Ja, jeder Pioneer, der jetzt gerade nicht grinst und lacht, muss ich nochmal vielleicht nachher mit den anderen reden. Und Mackie ist ziemlich klar analytischer Philosoph. Das heißt, er ist genau in dieser Bewegung zwischen Theorie und Praxis zu sagen, ich gucke mir jetzt Wissenschaftsphilosophie, Economics, also Philosophy of Economics an, aber das klare Bekenntnis, ich beschreibe nur, was die Ökonominnen tun und ich gebe ihnen keine normativen Vorstöße. Also ich habe eine ökonomische Praxis, ich habe eine Wirtschaftswissenschaft, die nur beschreibt, ohne irgendwelche normativen Vorannahmen zu machen, als ob das ginge. Und dann habe ich noch eine Wissenschaftsphilosophie, die nur beschreibt, was die Ökonomen machen, ohne da Vorgaben zu machen. Und das ist meiner Ansicht nach so ein, ohne dass es wieder ins Handeln kommt. Genauso wie auch sozusagen dieser Modellansatz keine konkrete Handlungsempfehlung rausgekommen ist. Das war jetzt sozusagen meine Interpretation des Ganzen. Und die Frage, ob sozusagen Ökonomik einfach die soziale Theorie ist, führt sofort wieder zu der anderen Frage von vorhin zurück. Also das ist genau dieser Punkt. Da gibt es eben dieses Paper von Lawrence Boland, was ich nur empfehlen kann, und eine Zusammenfassung von Geoffrey Hodgson, On the Limits of Rational Choice Theory. Da beschreibt er das einfach sehr schön und sehr klar und sagt, der informative Gehalt kommt niemals aus der Wirtschaftswissenschaft selber. Sie schafft es nur, das in einer bestimmten universellen Form darzustellen. Und dann ist eben die Frage, was hat man gewonnen, wenn man das nochmal in einem Gleichgewichtsmodell dargestellt hat? Ist es dann einfach nur gefährlich, dass man nur auf Grundlage von diesem Modell, ohne das andere Wissen, was man noch dazu bekommen kann, zu handeln? Oder ist es dann auf eine Art und Weise vorbereitet, dass man damit einfach die ganze Welt gestalten kann? Die würde ich Ihnen einfach mitgeben. Ja. Genau, ich weiß nicht, wie lange wir noch... Ja, es ist eine ganz kurze Frage. Sie haben ja gesagt, vom Forschungsinstitut für gesellschaftliche Weiterentwicklung wurde ja untersucht, wie momentan der Status. Ja. Ich habe noch nicht im Überblick drüber nachgedacht. Es waren viele Wirtschaftswissenschaftlerinnen aus diesem pluraleren Umfeld, die entsprechend auch was aus anderen Schulen machen, aber auch ganz reguläre Lehrstühle, wie also der Herr Roos in Bochum hat einfach einen ganz normalen Makroökonomie-Lehrstuhl und hat aber einfach mit seinen Doktorandinnen dann halt mal die Interviews gemacht und Fragebögen und damit selber auch andere Methoden ausprobiert. Didaktiker der Ökonomik, der Tim Engärtner aus Frankfurt. Also es war ein gewisser Strauß. Und es gibt eben auch sehr viele Soziologen, die eine Soziologie der Ökonomik eigentlich machen. Also Jens Mese, der Jan Sparsam und so weiter. Also da gibt es auch ziemlich viele Publikationen darüber einfach. Genau.